This is GFL Football. 2K5 Athletic. Offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Die Munich Cowboys empfingen die Stuttgart Scorpions im Dante-Stadion. München mit einem Sieg und einer Niederlage in dieser Saison. Stuttgart wartet noch auf den ersten Erfolg. Gegen Marburg zuletzt war die Mannschaft aber leicht verbessert. 3. und 12 für die Scorpions. Ihr Quarterback Wyatt Hutchinson sucht einen Receiver, findet niemand frei, unvollständig. Anschließend dann die Münchner Offense zum ersten Mal auf dem Feld mit ihrem Quarterback Justin Sotelaer. Der muss ausweichen, der Ball ist unterworfen, wird abgefangen von Kasper Nieswand. Direkt der nächste Spielzug, Wyatt Hutchinson. Und die nächste Interception, das ist Armando Smith an der Seitlinie. Mit einem Hechtsprung sichert er den Ball für die Cowboys. Immer noch keine Punkte im Spiel, 3. und 17. Sotelaer auf Jakob Wenzel. Auch das sind nur 10 Yards. Es folgt ein Punt. Also wieder die Stuttgarter Offense. Es ging hin und her, aber es war wenig Produktives dabei. Hier mal Hutchinson auf Sauri Heininger. Und das sind 22 Yards. Soweit, so gut. Aber dann passiert das hier. Hutchinson die rechte Seitenlinie entlang. Wird getroffen. Leon Nieper macht die Interception. Hutchinson allerdings mit dem Helm eines Münchner Gegenspielers heftig getroffen. Das war diskutabel. Es hätte möglicherweise einen Platzverweis geben können. 3. und 8. Die Antwort der Münchner. Lauf von Brandon Watkins für 28 Yards. Und das war dann die Vorlage für das hier. Ball an der Stuttgarter 19. Und hier kommt gleich wieder Watkins. Und der bricht einen Tackle, findet den Weg in die Endzone. Endlich die ersten Punkte im Spielende des ersten Quarters. 7:0 München. Ja, das sollten nicht die einzigen bleiben, denn die Stuttgarter mussten anschließend punten. Luca Faschian macht das aber sehr flach. Und hier ist Armando Smith mit seinem Punt, Return, Touchdown. 14:0 für die Cowboys, die sehr lange Anlauf gebraucht hatten, aber dann den Durchbruch geschafft hatten. Ende des ersten Quarters rein ins zweite Viertel. 4. Versuch und 2 für die Stuttgarter Offense. Hier ist Hutchinson und er läuft für 1 Yard und das reicht eben nicht. Also Turnover on Downs und die Cowboys anschließend mit kurzem Prozess. Das ist Sotelaer auf Micaiah Quick. 21 Yards später steht es 21:0. Stuttgart dagegen eher im Rückwärtsgang, 3. Versuch und 18. Weiter Weg zu gehen, immerhin das hier, Hutchinson improvisiert, läuft für 20 Yards. Anschließend dann Hutchinson mit einem 3. Versuch und 9. Diesmal wirft er den Pass und er wirft vollständig auf Luca Faschian und das sind 11 Yards und das ist ein neues First Down. Und dann sind sie an der Münchner 4-Yard-Linie. Und Hutchinson auf Heininger, Touchdown, Scorpions, die ersten Punkte für die Gäste, 21:6 und nur noch 15 Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. Aber das ist der Kickoff von Faschian, der Squib-Kick, total missglückt. München bekommt noch ein allerletztes Play in der ersten Halbzeit und das sieht so aus. Sotelaer auf Quick und da sind 3 Stuttgarter in Position, keiner macht den Tackle, Quick die Seitenlinie entlang. Touchdown 28:6. Totales Desaster für Stuttgart. Die mussten nur eine Sache verhindern in dieser Situation, nämlich den langen Touchdown. Und das schaffen sie nicht. Und damit also klare Pausenführung für die Münchner. Stuttgart hatte sich ja im Verlauf der letzten Woche von ihrem Headcoach Jeff Skurin getrennt. Und sie waren ziemlich unorganisiert, denn wir haben gerade eben das letzte Play der ersten Halbzeit gesehen. Das ist das erste der zweiten. Langer Kickoff-Return von Smith. Und anschließend dann bringt er den Ball sogar noch mal ganz rüber, quer auf die linke Seite für 70 Yards. Und kurz danach Sotelaer auf Quick. Und schon wieder ist es ratzfatz passiert. 35:6 für München. 3. und 5. Stuttgart jetzt mit Christoph Göppel auf der Quarterback-Position. Der Handoff zu Giacomo De Pauli. Beziehungsweise der kurze Pass auf De Pauli, aber kein Raumgewinn. Es folgt der nächste Punt. Und dann kommen wieder die Cowboys. Und hier ist Watkins. 23 Yards zum 42:6.
Das war Brandon Watkins zum ersten, danach 3 and out Stuttgart. Hier ist Brandon Watkins zum zweiten. Touchdown aus 6 Yards zum 49-6. Danach 3 and out Stuttgart und Brandon Watkins zum dritten aus 7 Yards Entfernung 56-6. Brandon Watkins mit 113 Yards, 4 Touchdowns und einem, wenn wir beim Fußball wären, lupenreinen Hattrick. 3 Touchdowns direkt hintereinander und das alles in einer Halbzeit. Viertes Quarter, das Thema war natürlich durch. Göppel nochmal mit einer Interception. Oliver Czarnecki greift zu für die Cowboys. Anschließend Robert Werner mit einem Field Goal aus 42 Yards zum 59-6. Es folgte noch ein weiteres Field Goal zum 62-6. Endstand leider nicht im Bild. Für München also der zweite Heimsieg in Folge. Und die Stuttgarter nach dem Hoffnungsschimmer gegen Marburg wieder mit einem satten Rückschlag.